in January 2010 and stick the finger to Germany and say, well. Der ausgestreckte Mittelfinger von Yanis Varoufakis löste im Frühjahr 2015 eine heftige Debatte aus. War das Video echt oder gefälscht? Der Varoufakis-Finger steht beispielhaft für eine weitgreifende Verunsicherung. Können wir Bildern überhaupt noch trauen? Zweifelsfrei zeigt der ehemalige griechische Finanzminister Deutschland den Mittelfinger. Doch Varoufakis gab sich entrüstet und behauptete, das Video sei ein Fake. Rückendeckung kam von Jan Böhmermann mit diesem Making-of-Bericht. Varoufakis, Szene 15, Take 12. Der ZDF-Satiriker zeigte aufwendig, wie er den gestreckten Mittelfinger mit Spezialeffekten habe nachbauen lassen. Echt oder falsch? Daran erinnert sich heute kaum noch jemand. Das Verwirrspiel um den Varoufakis-Finger beschäftigte die deutschen Medien tagelang und zeigte, wie schwer sich die Echtheit von Videomaterial überprüfen lässt. Jens Kriese aus Hamburg ist Bildforensiker. 2015 analysiert er im Auftrag des Nachrichtensenders NTV den angeblich manipulierten Varoufakis-Finger. Hier ist der Kopf und hier ist der Bereich des Fingers. Jetzt sehen Sie, dazu zoome ich noch mal raus, dass der Bereich des Fingers sich von dem Bereich des Restkörpers im Wesentlichen nicht unterscheidet. Der ist konsistent. Da gibt es keinen Hinweis darauf, dass mit dieser Methode an dem Bereich was gefotoshoppt wurde. Wenn wir uns jetzt aber mal ein gefotoshopptes Bild aus der Dose holen würden und dasselbe machen, würden wir den Unterschied ganz klar sehen. Die von ihm programmierte Software erkennt keine Manipulation. Jens Kriese zeigt, wie eine Bildbearbeitung in seinem Analyse-Tool aussehen würde. Und dann sieht man tatsächlich, dass die Hand, die durch Photoshop in den Bereich eingefügt wurde, sich tatsächlich ein bisschen unterscheidet. Die Hand hat tatsächlich eine etwas andere Konsistenz. Der Varoufakis-Finger ist also echt. Böhmermann hatte die Manipulation nur vorgetäuscht. Bildforensiker sind Pixeldetektive, denn jede Bearbeitung hinterlässt digitale Spuren. Durch mathematische Vergleiche und Berechnungen kann die Software diese Spuren ausfindig machen. Außerdem erkennt das Programm, ob ein Bild direkt aus der Kamera kommt oder mehrfach abgespeichert wurde. Seinen Augen vertraut Jens Kriese nicht, nur seinen Algorithmen. Normalerweise sollte man stets sehr neutral an die Sache rangehen, an jeden Fall. Und da ist es eventuell gar nicht hilfreich, sich ein Bild anzugucken. Von daher ist mir der Bildinhalt prinzipiell erstmal egal. 2001 tauchte im Internet ein Foto aus New York auf. Ein Selfie, unmittelbar vor den Terroranschlägen aufgenommen. Schon der gesunde Menschenverstand zweifelt an der Echtheit. Die Algorithmen liefern den Beweis. Da fällt uns ganz klar unten rechts im Bild der Zeitstempel auf. Der scheint also nicht echt zu sein. Und die Bereiche des Flugzeuges hier, die tauchen da ebenso auf. Interessanterweise sind solche Bilder nicht unbedingt leicht zu erkennen und auch nicht mit hundertprozentiger Garantie, weil im Internet eine plurale Schar von Bildern existiert, die immer wieder neu abgespeichert wurden und verändert, vergrößert, verkleinert und so weiter. Da hat man sehr schnell nicht mehr den Zugriff auf die eigentlich originäre Datei. Die makabre Fälschung hatte der Ungar Peter Gusli erstellt, als Scherz für seine Freunde. Von der Resonanz im Internet war er völlig überrascht. Wie schnell lässt sich ein glaubhafter Fake bauen? Visual Effects sind das Kerngeschäft der Werbe- und Filmindustrie. Florian Füger soll für uns ein Foto von Merkel und Sarkozy manipulieren, den ehemaligen französischen Präsidenten durch Erdogan ersetzen.
Für mich sind die wichtigsten Schritte, um so eine Fälschung herzustellen, erstmal die Analyse der beiden verschiedenen Fotos. Wir sehen hier sehr schön, dass auf Sarkozys Gesicht ein ganz anderes Licht auftrifft, wie auf das Gesicht von Erdogan. Natürlich will ich das in Einklang bringen. Also sehe ich, dass bei Sarkozy viel mehr Highlights, viel mehr Spiegelungen auch auf dem Kopf, auf der Stirn passieren. Das ist natürlich etwas, das ich beachten muss, dass ich in die Fälschung auch genauso wieder reinbringen will. Dann sehe ich als zweites, dass die Schatten sich leicht anders verhalten. Das muss ich natürlich alles mit einbeziehen, um das Bild möglichst echt zu machen. Nach 3 Stunden ist die Illusion perfekt. Merkel auf Schmusekurs mit Erdogan. Man kann fast schon sagen, wenn man das Foto so geknipst hätte, wäre der Unterschied zu dem Foto fake kein wirklich großer. Er wäre fast nahezu null. Bildinhalte entfernen oder hinzufügen. Mit dem Stempelwerkzeug im Bildbearbeitungsprogramm Photoshop auch für Laien kein Problem. Das Stempelwerkzeug ist in Photoshop natürlich eine der gefährlichsten Waffen, wenn man das so mal sagen will. Wenn man damit natürlich Strukturen aus dem Foto herausnehmen kann und in jede beliebige Stelle wieder weiter einsetzen kann. In der Werbebranche liefert ein digitales Foto oft nur die Rohdaten für die anschließende Bearbeitung. Die Versuchung, im Fotojournalismus ebenfalls nachträglich einzugreifen, ist groß. Minimale Veränderungen können nachhaltige Wirkung zeigen. Ein Foto aus dem Libanonkrieg 2006. Düstere Rauchwolken über Beirut. Die Dramatik hatte der libanesische Fotograf nachträglich ins Bild gestempelt. Rechts das Original. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete das retuschierte Bild und musste es später zurückziehen. Der Fotograf wurde gefeuert. Wir haben ganz klare und strikte Regeln. Als erstes, wer sowas macht, wer ein Bild inhaltlich verändert, von dem müssen wir uns leider trennen. Da gibt es keine Zusammenarbeit mehr. Und für die Fotografen gilt seitdem wenig, inzwischen so gut wie gar kein Photoshop mehr zu machen. Nach dem Skandal vor 10 Jahren hat Reuters den Verhaltenskodex für Fotografen verschärft. Sie liefern nur noch Rohbilder in die Zentrale. Ein Bildredakteur wählt dann den Ausschnitt aus, passt die Helligkeit an oder korrigiert bei Bedarf die Hauttöne. Technisch besser machen, nennen sie das bei Reuters. Wo aber verläuft die Grenze zwischen echt und verfälscht? Ganz klar ist nicht erlaubt jede Art von Manipulation. Alles, was den Bildinhalt verändert, ist nicht erlaubt. Das heißt, Sachen wegstempeln, Sachen dazu machen, ein taghelles Bild zum Nachtbild machen und Ähnliches. Alles, was den Charakter des Bildes oder das, was das Bild eigentlich zeigt, verändert. Wir zeigen die Wirklichkeit. Das ist unser Anspruch, so wie das tatsächlich war. Rund 2000 Bilder schickt Reuters jeden Tag an seine Kunden raus. Nachrichtenformate und Newsportale wollen nicht lange auf aktuelle Bilder warten. In der Welt der Nachrichten zählt jedoch Glaubwürdigkeit ebenso viel wie Geschwindigkeit. Reuters setzt auf ein Netzwerk aus festangestellten Pressefotografen, ergänzt durch erfahrene Freiberufler. Von Leserreportern hält man hier nicht viel. Be first, but be first right. Wir müssen schnell sein, ganz klar, aber wir müssen auch gute Bilder, authentische Bilder liefern. Geschwindigkeit ist dann nicht alles. Wir müssen sicherstellen, dass das, was wir unseren Kunden anbieten, auch stimmt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt es. Matthias Bruhn ist Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität in Berlin und hat die technischen Möglichkeiten von Fotofälschungen und ihre Wirkung untersucht. Seit den Anfängen der modernen Fotografie vor über 100 Jahren. Bilder sind das schlagkräftigste Medium, um Menschen zum Beispiel zu überzeugen, um sie zu beeinflussen, zu manipulieren, sie zu informieren. Und das hat damit zu tun, dass man es meint, schnell konsumieren zu können. Genau darin liegt allerdings auch eine Gefahr, weil wir meinen, die Bilder sofort zu verstehen, weil wir sie sofort sehen können. Getäuschte Wirklichkeit. Diktator Mussolini ließ einen Helfer aus dem Bild entfernen, um seine heroische Pose zu verstärken. Aufgerückt. Die ägyptische Staatszeitung schob ihren Präsidenten an die Spitze einer Nahost-Friedensdelegation. Ein missglückter Raketenstart 2008 im Iran. Mit Photoshop war die militärische Abschreckung wiederhergestellt.
was sie sehen können, glauben sie. Und dass Bilder diese Beweiskraft haben, dass sie etwas zeigen und Menschen glauben, was sie zeigen, das ist sicherlich ein ganz zentrales Element bildlicher Kommunikation. Nirgendwo werden so viele Fotos hochgeladen und in Windeseile weiterverbreitet wie im Internet. Eine ideale Plattform für Manipulationen, Fakes und Bilderlügen. Dies aufzudecken, dafür kämpft der gemeinnützige Verein Mimikama in Wien. Seit 5 Jahren betreiben Thomas Wannemacher und André Wolf ihre Webseite gegen Internetmissbrauch. Internetnutzer können verdächtige Fotos melden. Dann legen die beiden los, recherchieren den Verdachtsfällen nach. Und kein Thema polarisiert seit einem Jahr im Netz so sehr wie die Flüchtlingskrise. Die Herausforderungen der Flüchtlingskrise sind groß. Noch größer aber ist die Zahl der Fotolügen im Netz. So haben wir zum Beispiel hier ein Fotofake. Der ist zusammengesetzt aus 2 verschiedenen Bildern. Wir haben einmal den Bahnhof und einmal diese Menschenmengen. Und die beiden wurden jetzt zusammengeschnitten. Ja, es gibt das reale Bild des Bahnhofs. Und dann wurde da reinmontiert eine Szene aus Indonesien, Trainsurfing in Indonesia. Und diese Menschenmenge wurde nun herausgeschnitten aus dem Foto, einmal gespiegelt, sehr gut erkennbar an diesem Herrn mit den türkisen Ärmeln, und in das Foto vom leeren Bahnhof reingesetzt. Hier haben wir den Herrn mit den türkisen Ärmeln. Sprich, wir haben die Menschen aus Indonesien auf einem Bahnhof in der Tschechei reinkopiert. Und dann wurde halt gesagt, das ist ein Zug voll mit Flüchtlingen, der auf dem Weg nach Deutschland ist. André Wolf ist kein Bildforensiker. Er kann die Manipulationen nur durch Recherche aufdecken. Dazu gibt er Stichwörter in Suchmaschinen ein und analysiert die Bildtreffer. Eine weit verbreitete Methode im Netz, Originalbilder mit einer falschen Unterschrift versehen. André Wolf nennt so etwas einen Hybrid-Fake. Das ist die Realität. Die Silvesternacht 2015 in Köln. Es gab hunderte Anzeigen wegen sexueller Übergriffe auf Frauen. Die Täter? Junge Männer, vermutlich aus Nordafrika und dem arabischen Raum. So beschrieben es die Frauen in Köln der Polizei. Dieses Video wurde in Facebook hochgeladen und mehrere tausend Mal geteilt. Anscheinend zeigt der Film einen sexuellen Übergriff in Köln. Daran lässt die Beschreibung unter dem Video keinen Zweifel. Aktuelles Video der Übergriffe in Köln vom 01.01.2016. Dass die Presse uns vorenthalten will, heißt es. Letztendlich stammte dieses Video aber gar nicht aus Köln, sondern in Wirklichkeit aus Kairo. Das Video, ja, stellt tatsächlich eine schlimme Situation dar. Das werden wir gleich in dem Gedränge das sehen, der blonde Schopf, dort war er, was dem Screenshot entspricht oben. Also viel zu dem Zeitpunkt auf einen fruchtbaren Boden. Die Menschen haben es geglaubt, die Menschen haben es weitergegeben und wütend kommentiert. André Wolf verharmlost keine Straftaten, aber über Stimmungsmache mit falschen Videos klärt er auf. Seine Informationen postet er auf der Vereinsseite mimikama.at, bei Facebook und Twitter. Die Wirkung der Aufklärung ist leider wesentlich schwächer als der vorangegangene Fake, muss man deutlich sagen. Denn der Fake an sich ist dramatischer, er ist emotionaler, er trifft den Menschen mehr und wird dementsprechend, ja, man nimmt ihn dadurch entsprechend stärker an. Wenn jemand dann anschließend kommt mit der Aufklärung, die dann sachlich nüchtern bis schon fast langweilig ist, kommt diese nicht so an. Nur wir müssen halt auf der Basis der nüchternen Berichterstattung arbeiten und laufen dementsprechend dem Fake immer hinterher. Wie verändert das Internet den klassischen Journalismus, wenn jeder Mensch ungefiltert Fotos und Nachrichten im Netz verbreiten kann? Das ZDF in Mainz ist eine unabhängige Rundfunkanstalt, finanziert durch Gebührengelder der Zuschauer. Trotz weltweitem Korrespondentennetz können die Reporter und Kamerateams nicht alle Regionen und Ereignisse abdecken. In der Redaktion des Heute-Journals beschäftigen sich deshalb Mitarbeiter ausschließlich mit Quellenprüfung. Dara Hassan Sadeh hat sich auf die Verifikation von Videos aus dem Internet spezialisiert.
Wir sind gezwungen, diese Informationen, die so ins Netz kommen, dass wir die dann halt auch nutzen, weil wir keine, sonst hätten wir nichts. Das ist die Alternative oder sehr, sehr viel weniger. Deswegen kann man, glaube ich, heute auf diese sozialen Medien einfach nicht mehr verzichten. Vor allem nach Eilmeldungen und Katastrophen steigt der Druck, Bilder zu senden. Zumal im Netz meistens schon Fotos und Videoaufnahmen kursieren. So auch beim Absturz der MH17-Maschine über der Ostukraine mit über 300 Todesopfern. Anfangs war unklar, warum das Flugzeug abgestürzt ist. Kurz nach der Katastrophe tauchte dieses angebliche Augenzeugenvideo bei Facebook auf. Über 9000 Mal wurde es mit Freunden geteilt. Gibt es technische Spuren der Manipulation? Bei diesem Video ist es so, es ist kein Schnitt drin. Die Bewegung des Busses ist vollkommen realistisch. Jetzt haben wir den Aufprall, das ist auch wichtig. Der Feuerball entwickelt sich erst später, wenn die Tanks in die Luft gehen, der Kerosin. Und nicht vorher, also es war keine Explosion, sondern ein Unfall. Das Video ist echt. Aber stimmen Zeit und Ort? Tatsächlich zeigt das Video aber den Absturz einer Transportmaschine in Afghanistan. 1,5 Jahre vor dem MH17-Abschuss in der Ukraine. Veröffentlicht bei YouTube in einer der zahllosen Plane-Crash-Kompilationen. Es ist eine erstaunliche Entwicklung, kann man sagen, in den sozialen Medien, dass Menschen unglaubliche Sachen hochladen, weiterverbreiten über die sozialen Medien, weil sie einfach nicht so sehr an den Fakten interessiert sind, sondern hauptsächlich daran, dass sie wollen, dass dieses Unglaubliche irgendwie dokumentiert ist. Unglaublich ist auch, was uns Justus Thies an der Universität Erlangen-Nürnberg demonstriert. In Echtzeit kann er seine Mimik auf ein Gesicht in einem Video übertragen. Ich habe heute Morgen Bananen gegessen. Die neu entwickelte Software könnte in der Filmindustrie zur Anwendung kommen. Im Fall von Synchronisierung von Filmen wäre es dann so, dass die Lippenbewegungen von dem deutschen Synchronsprecher dann direkt zum Beispiel auf einen amerikanischen Schauspieler dann übertragen werden. Und dann passt wirklich die Audiospur zum Videomaterial. Und das ist ein großer Vorteil von unserem System, dass man das wirklich nachträglich machen kann. Das heißt, der Regisseur konzentriert sich auf den englischsprachigen Film. Und wir können dann nachträglich noch das so anpassen, dass es im Deutschen auch gut aussieht. So funktioniert das System. Die Software erfasst das Gesicht mittels Webcam und errechnet ein 3D-Modell. Jede Mundbewegung, jedes Zucken der Augenbrauen, aufgeblasene Backen oder ein Lächeln, alles wird erfasst und in das 3D-Modell umgerechnet. Diese Daten werden dann auf die passende Position im Gesicht der Zielperson übertragen. Trotz der enormen Rechenleistung läuft der Prozess in Echtzeit ab. Marc Stamminger betreut das Projekt als Doktorvater. Normalerweise würde die Universität den Quellcode der Software veröffentlichen, in diesem Fall nicht. Das System ist ideal, um damit großen Unfug zu treiben. Es weiß jeder, dass Werbebilder manipuliert sind, ja, dass die nochmal nachträglich nachgehübscht werden. Aber bei Videos, glaube ich, ist den meisten nicht so bewusst, dass auch Videos manipuliert werden können. Es ist vielleicht mehr Aufwand, aber es ist genauso möglich wie bei Bildern. Und deswegen muss man auch da sensibler werden. Die Werkzeuge werden immer besser, das wird immer einfacher. Und das wird sicherlich in Zukunft auch allgegenwärtig sein, dass manipulierte Videos auftreten. Bisher kann die Software nur den Gesichtsausdruck manipulieren. Doch Justus Thies und ein Team aus anderen Informatikern wollen das System weiterentwickeln. Wir versuchen jetzt, dass es noch ein bisschen authentischer wird. Das heißt, wenn eine Person aufbrausend wird, müssen wir natürlich auch die Kontrolle über den Oberkörper haben, weil die Person sich dann hektisch bewegt. Und dabei auch noch das Ziel, dass man vielleicht die Hände mit dazu nehmen, dass die Gestik dann auch, wenn jemand aufbrausend wird, dann macht er auch stärkere Gestiken und dann will man die auch künstlich erzeugen können. Aber die bestehende Software ist noch störanfällig. Eine Handbewegung reicht, schon kommt die Gesichtserkennung durcheinander.
Auf dem Gesicht der Zielperson entstehen Störbilder. Und was die Software noch gar nicht kann, künstlich die Stimme einer Zielperson erzeugen. Wenn man jetzt hier zusätzlich zu unserer Software noch künstlich die Sprache erzeugen könnte, dann wäre das ein System, was zu Problemen führen kann, was zum Beispiel politisch missbraucht werden kann, dass dann Leute überzeugt werden, dass ein politischer Anführer irgendwas gesagt hat, was er überhaupt nicht gesagt hat, und dann bestimmte Aktionen dadurch hervorruft. Die Manipulation von politischen Bildern, solange sie als Satire gemeint ist, sehr lustig. Putin als Langfinger. Dabei wurde der Oberkörper im Studio nachgedreht und in die Originalaufnahme eingesetzt. Mit gleicher Technik ein erfundener Wutanfall von Obama. Aufwendige Computeranimationen sind aus der Filmindustrie bekannt. Doch würden wir solche Tricks auch bei Nachrichtenbildern erkennen? Ein Parteitag der Jusos aus dem Jahr 2013. Florian Füger von den Stargate Studios in Köln soll für uns eine der Forderungen austauschen. Ein neuer Slogan, genau auf Position gebracht. Danach setzt er Tracking-Marker. Sie sorgen dafür, dass der neue Schriftzug der Originalbewegung des Plakats folgt. Wir gehen sogar so weit, dass wir schauen, wie stark ist dieses verschwommene Bild im Original, und wir stellen exakt diese technischen Begebenheiten wieder in der Postproduktion her, sodass auch das passiert. Auch wenn wir in der Unschärfe mit dem Schild starten und es dann langsam scharf wird, dann wird da exakt die gleiche Linse nachgeahmt, wie auch benutzt würde, um das Material selber zu drehen. Und so verhält sich auch der Schärfezug auf dem Schild optisch korrekt zur Kamera, mit der das Ganze gefilmt wurde. Um den Fake noch echter wirken zu lassen, greift Florian Füger zu einem weiteren Trick. Dafür verändert er die Reihenfolge der Schnittsequenz. Wir sehen hier im Anschlussschnitt direkt Gabriel, wie er in die Menge schaut und vor sie hin lächelt. Und das ist natürlich dieses on top, diese menschliche Reaktion, bei der natürlich auch der, wenn man im ersten Schuss Zweifel hat, kann das wirklich passiert sein? Und wir sehen danach diese Reaktion, dann wird man einfach darin bestätigt, das für wahr hinzunehmen. Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit sind die Grundpfeiler journalistischer Arbeit. Dara Hassanzadeh vom ZDF hat sich auf die Verifikation von Videos aus dem Syrien-Konflikt spezialisiert. Fassbomben auf Aleppo? Seit 2012 tauchen solche Videos von Oppositionskämpfern auf. Wahr oder falsch? Ein Medienaktivist der Freien Syrischen Armee hat dieses Video in Aleppo gedreht. Im Original ist das Video ungeschnitten. Liefern die Aufnahmen Beweise, dass dieser Einschlag durch eine Fassbombe verursacht wurde? Die Recherche ist aufwendig. Das sind Teile. Das ist ein Schrapnell. Das ist sehr schlecht zu sehen, aber wenn man es vergrößert, das ist keine Fassung von einer regulären Bombe oder Rakete, wie sie. Das haben wir uns einfach von Waffenexperten bestätigen lassen. Die haben anderes Material, die sind anders zusammengestellt. Und deswegen dauert es auch so lange, weil du musst immer wieder Experten fragen, die sich in gewissen Teilbereichen ziemlich gut auskennen. Auch die gegnerische Seite filmt den Krieg und stellt Aufnahmen ins Netz. Dieses Video haben vermutlich Soldaten aus Assad-Truppen aufgenommen. Und dann hat man hier in dem Video relativ klare Anhaltspunkte. Wie ist die Bodenstruktur? Ist es eine Bodenstruktur, die bei russischen Hubschraubern vorkommt? Hier ist die Form einer Fassbombe. Das ist eine relativ kleine. Hier hat man die Vorzündung, absolut notwendig für TNT. Sonst springt da gar nichts in die Luft, weil das TNT springt vom Aufschlag her, geht es nicht in die Luft. Das war noch wichtig für die Zeit. Der Mann hat kein Bart. Jetzt haben alle wieder ein Bart. Aber in der syrischen Armee durftest du nicht behaart sein. Dann kommt der Abwurf, die Zündung, und jetzt sieht man, baff! Jetzt hat man hier schon mal Strukturen, Wege, einzelne Häuser und so weiter. Und jetzt ist die Frage, findet man da noch mehr? Und da haben wir halt weitergesucht
Dann sind wir hingegangen und haben das Video in voller Länge gefunden und waren dann in der Lage herauszufinden, dass es im Großraum Aleppo im Gouvernement sein musste. Und damit weißt du, dass diese Aufnahme echt ist. Insgesamt analysiert er Dutzende Videoquellen und gleicht sie mit Informanten aus Syrien ab. Dann steht fest, Assad hat Fassbomben auf die eigene Bevölkerung geworfen. Die Recherche hat einen Monat gedauert. Und damit sage ich auch viel, wie Verifizierung funktioniert in der Aktualität. Wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Wenn ich eine richtige Geschichte erzählen will, dann brauche ich Zeit. Der Amoklauf von München. Wenige Minuten nach der Tat kursieren wildeste Spekulationen in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram über Tatort und Täter. Angebliche Münchner Opfer neben einer Rolltreppe. Doch die Bilder stammen von einem Überfall in Südafrika 2015. Das soll einer der Täter sein, ein deutscher Nazi. In Wirklichkeit ein Komiker aus den USA. Weitere Opfer entpuppen sich als Teilnehmer einer Polizeiübung in England. Die Fake-Bilder aus dem Netz sind gefährlich. Sie verunsichern Bürger, behindern die Arbeit der Polizei. Dagegen wollen die Behörden vorgehen. Wir recherchieren natürlich diese Bilder sehr intensiv. Sollten wir dort Hinweise haben, dass jemand gezielt Desinformation streut und einen entsprechenden Nachweis auch führen können, wird das erhebliche rechtliche Konsequenzen für die Person haben. Echt oder manipuliert? Bizarrerweise kann ein gesundes Misstrauen gegenüber vermeintlichen Wahrheiten auch schnell umschlagen in krude Verschwörungstheorien. Christian Ries ist Bildforensiker an der Universität Erlangen-Nürnberg. In mehreren Versuchsreihen hat er die optischen Eigenschaften von Licht und Schatten untersucht. Schatten realistisch zu fälschen, ist eine schwierige Aufgabe. Insofern ist es auf jeden Fall eine interessante Eigenschaft auch für eine forensische Prüfung, zu sagen, passen die Schattengeometrien mit den Objekten tatsächlich zusammen, zu denen die Schatten gehören, passt die Schattenfarbe mit dem Umgebungslicht zusammen, solche Eigenschaften. Das Kennedy-Attentat 1963, ein Fall für die Schattenanalyse. Es müsse einen zweiten Schützen gegeben haben, behaupten die Zweifler. Eine weitere Kugel sei am Hinterkopf ausgetreten, deshalb hätten die Behörden diesen Bereich auf dem Film geschwärzt. Manipulation oder ist die Schattenfarbe echt? Eine dreidimensionale Rekonstruktion soll das klären. Dafür wurde Kennedys Kopf nachgebaut, versehen mit der Original-Haarfarbe. Dann wird der Einfallswinkel der Sonne zur Tatzeit mit dem Höhenprofil der Straße abgeglichen. Wo stand der Kameramann? Und ist der Schatten Kennedys im Vergleich zu den Schatten anderer Objekte stimmig? Alle diese Daten und Überlegungen fließen in die Untersuchung ein. Die Analyse hat ergeben, bei der dann nachmodelliert wurde, wie liegt die Person im Raum und so weiter, dass tatsächlich unter den gegebenen Lichtverhältnissen der Hinterkopf Kennedys einfach komplett im Schatten liegt. Das heißt, der Vorwurf wurde entkräftet. Doch die Ergebnisse solcher Analysen nimmt kaum jemand wahr. Die Algorithmen in den sozialen Netzwerken sorgen dafür, dass viele Menschen in Meinungsblasen leben. Es erscheinen nur Meldungen, die in das eigene Weltbild passen. Auch dagegen kämpft der Verein Mimikama aus Wien. Die Terroranschläge von Brüssel im März 2016. 35 Menschen sterben. Es gibt über 200 Verletzte. Rechtspopulistische Seiten nutzen die Täterfotos der belgischen Polizei und hetzen gegen die deutsche Kanzlerin. Und jetzt sind alternative Blogs, speziell in diesem Fall war es ein Blog aus Bulgarien, sind hingegangen, haben dieses Foto genommen und haben ein Fahndungsfoto des Terroristen genommen, daneben gestellt und gesagt, schaut, das ist der Terrorist und Frau Merkel posiert sogar noch mit dem. Also wieder eine Empörungswelle losgetreten, wieder eine Anti-Merkel-Welle losgetreten. Das ist der Mann hinter dem Selfie.
Anas Modamani, ein Flüchtling aus Syrien. Als am 10. September 2015 die Kanzlerin in Berlin seine Unterkunft besuchte, zückte er die Handykamera. Die Reaktion meiner Freunde war eigentlich sehr positiv. Auch meine Eltern, meine Familie in Syrien, die haben es mitbekommen und waren stolz darauf, dass ich mit Merkel ein Foto machen konnte. Mit den Anschlägen von Brüssel wird Anas Modamani das Bild zum Verhängnis. Rechte Propagandaseiten schießen sich schnell auf den 18-jährigen Flüchtling als Täter ein. Arabische Blogger übernehmen die Falschinformation ungefiltert. So landet die Nachricht vom angeblichen Terroristen Modamani auch in seiner Heimat Syrien. Ich hatte plötzlich Angst um meine Familie, weil viele Araber haben meine Familie wegen der Gerüchte angesprochen. Viele haben tatsächlich geglaubt, dass ich Terrorist sei. Der Selbstmordattentäter vom Fahndungsfoto hatte sich in die Luft gesprengt. Anas Modamani hingegen lebt. Mittlerweile bei einer Familie in Berlin. Seine Gastmutter geht gegen die Verleumdung im Internet vor, mit Aufklärung und Anwaltsdrohungen. Die Kommentarschreiber beeindruckt das kaum. Vor allen Dingen waren es Sachen wie, jetzt hat er Brüssel zwar nicht hochgebombt, dann bombt er eben Berlin hoch. Oder auch, dann vergewaltigt er eben deine Tochter und dich und nicht andere. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das ist selbst schuld, was nimmst du so jemanden auf? Also das war... Und eben dann auch Beleidigungen, wobei, das muss ich zugeben, da ich eine Weile schon in der Flüchtlingshilfe aktiv bin, ist man diese Beleidigungen schon echt gewohnt. Mit Gegenöffentlichkeit versucht seine Gastmutter, die Bilderlüge endgültig aus der Welt zu schaffen. Sie kontaktiert die Presse. Zeitungen und Fernsehen berichten über die wahre Geschichte. Doch der Fake verbreitet sich weiter. Die Wahrheit spielt keine Rolle. Die Likes spielen eine Rolle, die Teilungsrate spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass man möglichst gegen den Mainstream, gegen die Lügenpresse ist. Dass man sagt, wenn man ein Argument bringt, was sehr sachlich ist, heißt es, das ist sowieso gefälscht. Der ist nicht 18, der ist 25 und der ist Islamist oder sonst irgendwas. Also es ist völlig egal. Man kann rufen, man kann die Wahrheit wird geknebelt, totgetreten und runtergemacht. Das ist was ich vorher oder vor anderthalb Jahren noch für nicht möglich gehalten habe. Die Presse in freiheitlichen Demokratien wie Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitet nach einem Kodex, der die Richtlinien der redaktionellen Arbeit vorgibt. Daran orientieren sich alle subjektiven Entscheidungen. Beim Thema Flüchtlinge ist es heikel, weil, wenn wir darüber berichten, dass die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, in einem Monat gestiegen ist. Und wir bebildern diese Geschichte mit einem Foto, auf dem 1000 junge Männer zu sehen sind. Hast du eine andere Wirkung, als wenn du diese Geschichte bebilderst mit einem Foto von einer Familie mit kleinen Kindern? Da fängt natürlich die Arbeit in der Fotoredaktion an. Welche Bilder gebe ich raus? Klar, man muss der Realität natürlich ins Auge blicken, aber man sollte sich diesen Vorgängen dann auch bewusst sein. Hat die Flüchtlingskrise den Journalismus in eine Vertrauenskrise geführt? Oder ist der Pegida-Schlachtruf Lügenpresse nur Ausdruck derer, die ihre Meinung nicht in der Berichterstattung wiederfinden? Geht es um mehr Meinungsvielfalt oder um Meinungsunterdrückung? Mensch, hör auf zu filmen, du Penner! Das Ziel steht darin zu sagen, die Bilder sind insgesamt sowieso unzuverlässig. Vertraut ihnen also nicht. Und wir sind ansonsten diejenigen, die die richtigen Informationen liefern. Das heißt, man versucht dafür zu sorgen, dass Medien insgesamt diskreditiert sind. Das ist alles nur Trash, das ist alles nur Rhetorik, Propaganda und so weiter. Es geht darum, generell ein ganzes System der Informationen in Misskredit zu bringen. Lügenpresse! Auf die Fresse! Die Wahrheit beanspruchen für sich dagegen sogenannte Alternativmedien im Internet. Ein häufiges Idol, Putin. Als starker Führer und Verbündeter im Kampf gegen die angeblichen westlichen Propagandamedien. Die Seite Anonymous News liefert wenig Fakten, dafür viel Hetze gegen Journalisten.
Da nützen auch Transparenzoffensiven, wie die Liste mit Korrekturen, die das ZDF veröffentlicht, nichts. Sie wollen immer deine Glaubwürdigkeit untergraben, indem sie nicht unterscheiden, was ein Fehler ist in einer Montage oder in einem textlichen Bereich, sondern sie wollen ganz massiv sagen, das ist alles Lügenpresse. Wenn es von Pegida kommt und von der russischen Seite, das ist westliche Propaganda. Alles, was über unsere Außenpolitik und sei sie im Krieg dargestellt wird, von deren Seite ist falsch. Schaut, so arbeiten sie. Das ist so diese neue Schärfe, die einem wirklich zu denken gibt. Die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Wien, Katrin Kahlweit, berichtet über Mittelosteuropa und die Ukraine. Seit Russland die Krim annektiert hat und einen hybriden Krieg in der Ostukraine führt, häufen sich bei der Journalistin die Leserzuschriften mit Hasskommentaren massiv. Mit differenzierter inhaltlicher Auseinandersetzung hat das nichts zu tun. Die Mehrheit der Leser, die sich geärgert haben über mich, haben mir unterstellt, dass ich sozusagen pro-ukrainisch, pro-nationalistisch sei und dass ich die russische Seite nicht wahrnehmen und nicht ausreichend spiegeln würde und dass damit sozusagen meine russlandfeindliche Haltung erkennbar würde. Dass in Kriegszeiten die Wahrheit immer zu den ersten Opfern zählt, ist ein Leitsatz unter Nachrichtenjournalisten. Katrin Kahlweit steht zwischen den Informationsfronten. Sie ist keiner Konfliktpartei verpflichtet. Doch je autokratischer eine Regierung wird, desto mehr folgt sie der Linie, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Natürlich sind meine Nachrichten, soweit es geht, im Rahmen des sozusagen menschlich Möglichen objektiv und sachlich gefasst. Aber in meinen Leitartikeln oder in meinen Reportagen vertrete ich die Meinung oder die Haltung, dass ich das, was ich erlebe, so aufschreibe, wie es meiner Wahrnehmung, meiner Interpretation und meinem Verständnis von den politischen Abläufen entspricht. Und ich überprüfe mich sogar oft andersherum. Ich frage mich, hast du gerade Selbstzensur geübt oder nicht? Und bemühe mich, genau das nicht zu tun. Also ich vermute sogar manchmal, dass ich schärfer kommentiere, als ich es sonst täte, weil ich nicht bereit bin, mich klein machen zu lassen. Zu Hochzeiten der Ukraine-Berichterstattung gehen bei Katrin Kahlweit täglich bis zu 100 Mails ein. Mit Einschüchterungen und Androhung von Gewalt. Nicht eine einzelne Journalistin wird hier angegriffen, sondern die ganze unabhängige Presse als Grundpfeiler der Demokratie. Diese Kommentare sind an objektiver Berichterstattung nicht interessiert, sondern bedienen sich der Mittel von Diktaturen. Es ist nicht mehr Wut, es ist Hass, es ist Verachtung, es ist richtig böse. Und dieses Böse ist so ubiquitär. Und das lässt mich viel schlechter schlafen als die Ukraine, ehrlich gesagt. Auch Politiker werden zunehmend zur Zielscheibe. Wenn die Hälfte dieser Mails mit Namen und Absender versehen ist, dann bedeutet das, dass sich hier Menschen ganz offensichtlich äußern, die zu ihrer Meinung stehen. Also die zu der Meinung stehen, bereit zu sein, jemanden umzubringen. Wenn das um sich greift, bedeutet das ja, dass die Demokratie insgesamt in Schieflage gerät, weil niemand mehr sich diesem Risiko aussetzen möchte. In diesem Video werden deutsche Politiker zum Abschuss freigegeben. Solche gewaltverherrlichenden Bilder mit der impliziten Aufforderung zum Mord sind selbst in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht als Form von Meinungsäußerung erlaubt. Der Videolink in Verbindung mit einem Waffenshop findet sich auf der deutschen Website von Anonymous News. Allerdings steht der Server in Russland. In dem Waffenshop preisen Rechtsextremisten Schreckschusswaffen gegen Migranten und Antifaschisten an. So werden diese Waffen beworben. Das ist ernst, man kann diese Dinge kaufen. Die Seite ist sogar sehr ernst gemeint. Also man hat es hier damit zu tun, dass Menschen politisch bewaffnet werden sollen und dann real auf der Straße diese Waffen natürlich auch anwenden sollen. André Wolf vom Verein Mimikama berichtet über den Waffenshop und über bewusste Falschmeldungen auf der Seite. Die Betreiber haben deshalb den Verein zum Teil der verhassten Lügenpresse erklärt. Der angebliche Beweis: Ein Whistleblower der Bank Austria habe Anonymous News einen Kontoauszug des Vereins zugeschickt mit Zahlungseingängen von deutschen Medienunternehmen.
Tatsächlich finanziert sich der Verein aber von Spendengeldern und Erlösen aus Online-Anzeigen. Diesen Kontoauszug konnten wir natürlich deutlich widerlegen. Der hatte so viele Fehler in sich, dass es recht einfach war, am Ende zu sagen, das ist alles falsch. Dann haben wir gegenübergestellt die Fälschung. So sieht ein echter Bankauszug der Bank Austria da aus. Und letztendlich haben wir auch gefunden, woher die Vorlage stammt, die der Fälscher genommen hat. Das war nämlich der Max-Mustermann-Auszug. Er hatte eine Position nämlich nicht geändert. Das war die EZE-Kronelastschrift. Die findet sich auf dem Musterauszug der Bank Austria nämlich auch wieder. In diesem Fall sollten wir, der Verein Mimikama, diskreditiert werden und auch als Lügenpresse und Mainstream-Medium hingestellt werden. Sprich, unsere Glaubwürdigkeit war im Visier. Gegen rufschädigende Manipulationen ist erst einmal kein Kraut gewachsen. Doch kryptografische Codes könnten helfen, die Manipulation von Fotos in Zukunft schneller sichtbar zu machen. Digital Watermarking heißt die Methode. Es wird ein Signal digital eingebettet in das Bild, das untrennbar mit dem Bild verbunden ist. Und wenn jetzt in dem Bild retuschiert wird, dann kann an dieser Stelle dieses Signal nicht mehr gefunden werden. Und damit hat man dann einen Indikator für eine Fälschung. In dieses Bild von Angela Merkel hat der Forensiker das digitale Wasserzeichen einprogrammiert. Optisch ist dies nicht sichtbar. Findet danach eine Bildbearbeitung statt, dann zeigt der Code die Spuren der digitalen Manipulation. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das so hin und her geht. Es gibt nicht die perfekte Fälschung sicherlich, aber die forensischen Werkzeuge, um Fälschungen aufzudecken, können auch nicht alles finden. Das heißt, es wird immer auch Bilder geben, bei denen über einen längeren Zeitraum wirklich fraglich ist, sind die jetzt echt oder sind die manipuliert. Guter Journalismus kann nicht kostenlos sein, weil Recherche zeitintensiv ist. Doch völlig ahnungslos sollte auch der einzelne Mediennutzer nicht sein. Wir müssten eigentlich Bildinterpretation lernen, so wie wir Fremdsprachen, Französisch, Englisch, Spanisch lernen. Das tun wir nicht. Wir haben das auch nicht mehr so stark im Schulunterricht, wie es eine Zeit lang sogar mal praktiziert wurde. Wir werden nicht mehr unbedingt darauf vorbereitet, dass Bilder eine eigene Realität sind oder eine eigene Realität erzeugen, die wir als solche ernst nehmen müssen. Wer die Mechanismen versteht, wie sich Gerüchte und Fakes im Netz verbreiten, kann Bildinhalte und Bildunterschriften kritischer betrachten. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, im Sinne schön, dass es in die Geschichte passt, dass eine Katastrophe passiert, man sieht den Absturz, man kann dann sofort Schuldige und die Wahrheit rausfinden. Wenn du das in den sozialen Netzwerken findest, muss die Alarmglocke angehen. Und zwar ganz gewaltig. Ein bisschen gesunder Menschenverstand kann also schon ganz oft helfen, Manipulation und Meinungsmache zu erkennen.